Hallo, ich bin's wieder, euer Mompitz. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Mein Kanal ist mittlerweile ein Jahr alt und ich freue mich über jeden von euch, der die Leidenschaft für mein Hobby teilt und mich auf YouTube begleitet. Ich habe mir aus diesem Grund was ganz Besonderes überlegt, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar, es gibt heute einen Mail Day Break. Ja, kennen wir schon, ich weiß. Mail Day Breaks hatte ich schon ein paar gehabt auf dem Kanal, aber dieser hier ist speziell. Es geht dieses Mal rein um gegradete Karten. Das sind Karten, die ich bei verschiedenen Companies eingeschickt habe und habe sie zubekommen, kenne auch die Gradings noch nicht und würde gerne mal die einzelnen Firmen miteinander vergleichen. Preis, Leistung, Optik und dergleichen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem kleinsten Paket und arbeiten uns durch bis zum hintersten. Los geht's! So, dann tun wir die zwei zur Seite, dann haben wir ein bisschen Platz, weil ich glaube, hier brauchen wir ein bisschen mehr Fläche als sonst. Fanartikelwelt kennt wahrscheinlich jeder von euch oder viele von euch. Der gute Helge, der bietet ja einen Service an für PSA und Beckett Grading. Er macht sozusagen den kompletten Service. Ihr müsst nur die Karten ihm schicken und die Grading-Gebühren plus einen kleinen Obolus bezahlen. Und er kümmert sich um alles, was fürs Grading dazu gehört. Also die ganzen Zollgeschichten, Versand, Versicherung, Abwicklung läuft über ihn, was ich ziemlich cool finde, weil wenn ich das selbst machen wollen würde, wäre das zu viel Arbeit und auch das Problem ist, dass man ab einer gewissen Summe oder Warenwert, den man verschickt in den USA, andere Zollformulare braucht, dafür braucht man dann eine Spedition, die man beauftragen muss und das kostet alles Geld und das ist so viel, viel, viel einfacher. So, was gibt es hier? Und zwar eine PSA Bam Adebayo Ruby Wave von Panini Prism 1718. Ist eine 9 geworden. Ich sehe noch gerade hinten ist noch ein Zettel drin. Den machen wir kurz raus. Wenn er gehen würde. So, dann werde ich auch die Karte mal umdrehen. Die Rückseite. PSA hat halt ein relativ unscheinbares Label, ist halt weiß mit diesem roten Rand. Das PSA-Logo an sich hier vorne ist ein bisschen Chrom, ein bisschen Reflektor, aber ansonsten relativ schlicht gehalten. Auf der Rückseite gibt es die Grading-Nummer, einen QR-Code für die Karte und auch einen Scan-Code. Es gibt leider hier keine einzelnen Subgrades drauf, also man weiß jetzt nicht, wie sie neu zustande gekommen ist, ob das jetzt die Surface, also die Oberfläche, die Kanten, die Ecken, ob da irgendwo Abzüge waren, das kann man halt leider nicht erkennen. Man sieht dann nur das Gesamtergebnis, die neuen. Alles andere ist halt in dem Fall leider nicht ersichtlich. Ich muss dazu sagen, zu der damaligen Zeit, also ich habe das eingeschickt in, wann war das, 2020, im 9.2020. Die kam jetzt vor ein paar Wochen zurück, also hat über ein Jahr gedauert, fast anderthalb Jahre fast. Kam damals nur 28 Euro das Graden, was viel war, weshalb auch dann PSA irgendwann dann in den letzten anderthalb Jahren auch dann bombardiert wurde mit Gradings und Karten. Und mittlerweile sind sie allerdings so weit, dass sie erstmal Stopp gemacht haben und sind jetzt aktuell bei 125 Euro. Plus 6 Euro, also 131 Euro für ein Grading, für eine Karte. Macht jetzt für so eine günstige Karte oder so eine Low-Value-Karte keinen Sinn. Macht mehr Sinn, wenn man da eventuell was Höheres reinschickt. Jordan Autogramm oder irgendwelche Karten, die plus 1000 Value haben. Macht das Sinn, alles andere ist nicht so sinnvoll aktuell. Die Zeiten werden sich ändern wahrscheinlich, wo es günstiger wird. Aber aktuell ist das der Stand der Dinge. Mal zum Vergleich, habe ich jetzt leider keine Rücklauf gehabt aktuell. Um mal das optisch zu vergleichen, wie es bei Beckett aussieht, macht auch der Helge einen Service zu. Allerdings liegt da der Kurs zwar weniger als bei PSA, hat 65 Euro auf dem Schirm plus 15 Euro Versicherung und 6 Euro Versand, macht also für einen Grading 86 Euro. Aber Laufzeiten plus minus ein Jahr. Also eher plus als minus. Der Vorteil ist bei dem Beckett im Vergleich zu PSA ist, man sieht halt die Submissions. Die Subgrades, die Centerings, Corner, Edge und Surface Bewertungen sind hiermit angegeben. Heißt, man kann dann sehen, okay, 9,5 ist gut, lag halt
Für die 10 haben halt 0,5 beim Centering gefehlt, 0,5 beim Corner, 0,5 beim Surface und ein Punkt bei Edges. Finde ich als Sammler sehr informativ. Also mich interessiert schon, woran es lag. Weil im Endeffekt die 9 ist so willkürlich. Also es ist zwar schön, dass eine 9 geworden ist, aber ich habe mir gerade vorher angeguckt. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Und will jetzt gerne wissen, woran es gescheitert ist. Also was ich jetzt übersehen habe, eventuell als für diesen einen Punkt. Rückseite bei Back ist relativ schlicht, steht nur was drauf, ist also kein QR-Code drauf, das heißt, was bei PSA wieder der Vorteil wäre, wenn man das scannen möchte, um auch die Pop-Reports zu sehen, also heißt, wie viele Karten wurden gegradet und wie viele Karten welchen Grade bekommen haben von PSA. Ja. Dann das Label an sich, gibt es 3 verschiedene Labelfarben. Die Grades von 1 bis 7 sind auf weißem Papier, wie bei PSA auch. 8 bis 9 oder 7, nee, doch 8 bis 9 sind dann hier oben in Silber und ab 9,5 sind sie Gold. Es gibt dann noch die Black 10, heißt, wenn man eine 10 hat, mit komplett 10 Centering, 10 Corner, 10 Surface und 10 Edges, ist es ein Black Label, die ist dann komplett schwarz und hat dann, ich meine, die goldene Zahlen und die goldenen Schriftzüge. Das mal so als Vergleich. So, stellen wir mal darüber. Dann denke ich gerade super vorbereitet. Mir fehlt gleich noch ein Aufsteller oder zwei. Die werden wir nochmal dazustellen. Jetzt geht es weiter mit Crown Grading. Das machen wir hier mal auf. Oh, das geht aber nicht auf. Moment. Hier aufreißen. Geschafft. Okay, auf jeden Fall gut verpackt. Thema Verpackung. Helke schickt immer alles zurück in kleinen Kisten mit ganz viel von diesen Styroporkugeln. Super verpackt. Top Rückversand auf jeden Fall. Da kann man sich nicht beschweren. Auch hier ist bei Crown Grading, das sind 4 Karten gewesen. Eine Schachtel. Immer Luftpolsterumschlag, die Karten ist. Was mir schon hier gut gefällt, ist auf jeden Fall, ich kann die Aufschläge verwenden für den eBay-Versand. Das ist ganz praktisch. Ist ein netter, nettes Bonus. Ah, okay. Das sind Karten, die sind nicht gegradet. Das war aus einem Break. Dann tun wir uns die wieder zur Seite. Die gucken wir uns mal später angucken. Und das hier dürften auch nur Break-Karten sein. Zusätzlich zu dem Grading habe ich auch noch ein Bracket gemacht. Ja, das ist auch nur Breakkarten, kein Grading. So, dann ist es nur 2. Schauen wir mal, was das hier ist. Wir haben hier von Crown Grading eine Kelly Oubre Premium Stock Hoops als Laser Silver Prism. Erkennt man ganz gut an dem. So, hier gibt es einmal auf der Rückseite auch die Subgrades, das finde ich sehr gut. Oberfläche wurde nur eine 8, Ecken eine 10, okay. Edges eine 9 und Centering auch eine 9, also Edges 9,5 und Centering eine 9. Es gibt hier auch einen QR-Code zum Scannen, einen Barcode, das will ich nachher mal testen, was man genau dann sehen kann. Vielleicht auch ein Pop-Report, das habe ich mir noch nicht angeguckt oder wie gesagt noch nicht gesehen, weil die Karten jetzt hier erst frisch aufgemacht worden sind. Pre-Release Batch 93 von 500, da haben sie wahrscheinlich ein Kontingent von 500 gehabt. Und jetzt ist die 93. gegradete Karte gegründet, 2021, also ein ganz frisches Unternehmen. Das Label ist weiß mit einem blau-lila Rand und im goldenen Crown-Logo. Sieht ganz schick aus eigentlich. Auch an sich die Karte sitzt fest, die wackelt nicht drin, die ist safe drin, also es gibt auch Slabs, die ich schon mal gesehen habe, da war die Karte ein bisschen locker, da hat es ein bisschen klackert, das fand ich nicht so toll, aber hier in dem Fall, das sitzt bombig, sieht gut aus, ist auch nicht irgendwie jetzt mit irgendwelchen Schweißpunkten oder sowas, es gibt auch Slabs, die irgendwie so 3 Punkte unten haben, wo man sieht, dass die da einfach nur da versiegelt worden sind, finde ich nicht so hübsch, einfach ein klarer Rahmen und eindeutig zu sehen, das finde ich sehr, sehr gut.
Dann schauen wir uns mal die zweite Karte dazu an. Auch eine 9 geworden, okay. Von Donruss Optic 2021 Express Lane Insert von Allen Iverson. Das ist natürlich wieder was. Damit kann allerdings keine Company das für meine Augen richtig machen. Das Problem ist halt bei Querkarten, ist das Problem, dass das Label halt immer rechts ist. Das heißt, wenn man es so hinstellt, ist die Karte nicht gerade. Wenn man es so hinstellt, ist das Label nicht lesbar. Das ist aber was, was man. Das konnte noch keiner lösen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich eine Lösung für, weil wenn man jetzt das Label hier drüber packen würde, quer, wäre die Karte zu breit. Das heißt, sie würde in kein Stack mehr reinpassen. Das ist also, glaube ich, ja, der Nachteil für Querkarten, dass sie mit dem Grading halt nie so, ja, gleich sind. Aber das ist Geschmackssache. Den einen stört es, den anderen stört es. Ich finde es leider schade. Deswegen bevorzuge ich auch eher dann die Hochkantkarten. Auch im Ordner finde ich es schön, wenn die Karten hochkant sind. Aber wenn man ein Spielersammler ist, dann hat man auch Querkarten. Dann ist es so. So, auch Rückseite gibt es hier wieder The Surface. War eine 8. Okay, daran hat es wohl gelegen, dass es nicht besser geworden ist, weil Corners waren eine 10, Edges waren eine 10 und Centering war sogar 9,5. Also von daher schade, nur die Oberfläche hat an der hat es gelegen. Ne? Die 119 von 500. Also wenn man irgendwas an Kratzer sehen würde, keine Ahnung. Wäre das eine 9 gewesen, also Oberfläche eine 9 oder 9,5 gewesen, hätte man auf jeden Fall hier eine bessere Note gehabt. So liegen wir hier bei einer 9 mit einer stolzen 10 für die Corners und die Edges. Ja, sehr cool. Noch als Information zu Crown Grading an sich. Die sind jetzt seit mittlerweile auch ein paar Tagen online, beziehungsweise haben ihre Website gelauncht. Und da liegt das Grading bei 15 Euro pro Karte plus 5,99 für den Versand, also macht 20,99 gesamt für ein Grading. Laufzeiten sind ungefähr 2 Wochen mindestens, maximum 2 Wochen, also eher kürzer als die 2 Wochen. Es gibt eventuell auch einen Stufenrabatt, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, wenn man eine Karte graden lassen wollen würde, wären das 20,99. So. Was ich ganz clever finde von den Jungs, dass die auf ihrer Homepage Kontingent angegeben haben, heißt, dass ich, wenn sie jetzt wissen, okay, die haben den Monat Zeit oder kriegen 100 Gradings im Monat runter, heißt, die verkaufen dann die 100 Gradings und wenn das Kontingent voll ist, gibt es keine mehr für den Monat, was dementsprechend auch dann die Arbeitszeiten garantiert. Also sie können dann auch damit steuern, wie lange die Karten dann unterwegs sind. Heißt, wenn die einfach jetzt die ganzen Aufträge einfach reinholen würden, ohne Limit, würden dann irgendwann noch die 2 Wochen vielleicht nicht mehr schaffen. Heißt, um die 2 Wochen garantieren zu können, muss man halt dann irgendwo auch sagen, wir takten unsere Eingänge und drosseln einfach dann ab einer gewissen Summe dann die Zulauf, um das halt gewährleistet zu kriegen. So, dann schauen wir uns noch ganz kurz das hier an. Ich glaube, da war nichts Wildes dabei. Joel Embiid T- als ganz normales Insert. Wahrscheinlich nur Base. Zubak, Harrell, Morris, Shamet, Bridges. Eine Vucevic als Blue. Oder Purple. Ich glaube, es ist Purple. Prism. Dann noch ein kleiner Base-Staffel-Optik. Embiid. Harris. Curry. Isaac. 2-mal. Bamba. Auch 2-mal. Cool. War wohl das Magic Lot. Und das letzte Tütchen. Aiden, Jerome als Rookie, Booker als Base, Jalen LeCrack als Rookie, dann Beverly als Laser Silver Prism und Lou Williams als NBA City. So, da wollen wir das mal zur Seite, dass wir Platz haben für unser letztes Pack.
Das kommt jetzt von Prison Grading. Die Jungs sind auch neu auf dem Markt. Also die Verpackung finde ich schon ziemlich cool. Also gerade so dünne Schachteln sind echt cool. Also kann man ja auch schön andere Sachen wieder reverpacken, wenn man das bei eBay verkaufen möchte oder hat. Okay, was haben wir noch? Upsi. Okay, einmal als große Logo, als Stempel auf dem Karton. Sehr cool. Dann ein kleines Thank you. Oh, was haben wir da? Ein Kugelschreiber. Kann man immer gebrauchen. Also wenn man im Büro arbeitet, so wie ich. Kugelschreiber sind heiß begehrt und werden dauernd gebraucht. Entweder weil es ein Kollege hat oder weil sie leer sind. Dann haben wir hier, okay, das ist ein Kartenständer. Cool. Dann brauche ich ja meinen gar nicht. Dann tun wir mal weg und tun mal den richtigen hinstellen. Schieben wir das zur Seite. So. Dann eine Visitenkarte. Und dann kommt hier das Grading. Okay, also diese Einlegematte finde ich auch sehr, sehr nice. Also das ist echt sehr cool. Also da kann man auf jeden Fall gut verschicken, ohne dass es Zeug durch die Gegend purzelt und beschädigt wird. Also es ist sehr, sehr durchdacht auf jeden Fall, das Konzept. Daumen hoch, ne? Finde ich cool. So, dann kommen wir zur Seite. Dann schauen wir uns mal die Karte an. Okay, das Ding hat auf jeden Fall Gewicht, ist nicht leicht. Liegt wahrscheinlich an der an dem Label oben. Das sollte nämlich, soweit ich das gelesen habe, Edelstahl sein, das gläsert wurde. Also in dem Fall haben wir eine Revolution Rookie von RJ Hampton, mein Lieblingsspieler von 2021, mit einem 9,5er Grade. Sehr, sehr cool. Was mich jetzt wundert, oder was ich nicht wusste, dass die Cases, oder der Slab, dass der rund ist oder halbrund. Das kann man hier ganz gut sehen. Na, das sieht man vielleicht nicht so gut. Warte, ich hole den mal raus, dann kann man es vielleicht besser sehen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an und es ist auf jeden Fall was ich so nicht erwartet hätte. Die sind hier so. Fokus. Die sind so. Halbrund, ne? Im Vergleich jetzt zu dem zu Crown Grading oder anderen PSA, die sind, sieht man das? Die sind auch gerade. Also PSA und Crown Grading, würde ich sagen, haben die ähnlichen Cases. Also sieht relativ ähnlich aus, also auch mit diesem leicht milchigen Rand oder Zwischenrand und der Labelgröße. Und Revolution, Prism Grading hat die Revolution in so einem Halbrunden. Sehr cool. Das ist echt mal was. Habe ich so nicht erwartet, finde ich nice. Sehr nice. Ah, das sieht man auch ganz, kann man es erkennen. Da unten steht auch Prism drauf, in dem, als Schriftzug hier. Da haben sie auch ihr Firmenlogo gebrandet. Das hat sonst auch keiner von den anderen, die haben das alle nicht. Obwohl, da gibt vielleicht ein Video irgendwas stehen. Ne, da steht eine Patentnummer von dem Case. Okay. So, dann gucken wir uns mal die Subgrades an. Also die Front war nur eine 9. Schade. Also die teilen es sogar noch besser auf. Die sagen sogar vorne und hinten. Also heißt, bei den anderen gibt es nur Centering und Surface beide Seiten kombiniert. Und hier kann man direkt sehen, ob es die Vorder- oder die Rückseite war. Ist gerade bei Oberfläche ist es wichtig. Oder bei den Kanten ist es relativ wurscht, weil die Ecke ist, also bei dünnen Karten hast du eine Ecke. Klar, wenn es eine dicke Karte ist mit im Booklet-Style, dann hast du, keine Ahnung, 1 cm Karte, da ist auf jeden Fall eine obere und untere Ecke. Bei den schmalen Karten ist es eher weniger der Fall. Deswegen gab es ja auch nur eine Wertung, keine zwei. Dann Centering und Edges waren alles 9,5. Ja, kann ich zufrieden mit sein. Es gibt auch einen QR-Code. Den muss ich auch mal nachher scannen, gucken, was dabei rauskommt und was man da sehen kann. Wahrscheinlich ist es eine Pop-One. Ich meine, wer lässt schon eine RJ Hampton graden als Base-Rookie? Ich. So.
ansonsten noch kurz zu Prison Break, was die an Kosten haben, wie es da ausschaut. Und zwar ist es so, da liegt aktuell das Ganze bei 23 Euro All-In. Also heißt, da ist der Hin- und Rückversand drin, das Ganze ist versichert. 23 Euro gesamt für eine Karte. Und die haben auch eine Staffelung, habe ich gesehen. 5%, 10% und etwa 15% sind es je nach Menge der Karten, die man einreicht. Nachteil allerdings ist aktuell noch, habe ich gelesen, dass man nur 35 PT-Karten einreichen kann. Also heißt, nur die etwas dünneren Karten gehen aktuell, also dickere Karten wie es Patch-Karten, sind aktuell noch nicht gradebar, weil wohl das Case noch nicht da ist oder noch nicht fertig ist. Wie auf jeden Fall geht aktuell nur schmale Karten. Macht aber nichts, finde ich auch okay. Ich meine, was ich ganz witzig finde, man konnte bei dem Auswählen des Gradings entscheiden, ob man das Label oben oder unten haben will. Das hatte ich so vorher noch nie gesehen. Wer es möchte, kann es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gesehen, wenn es andersrum ist. Ich habe nur gesehen, die Option, dass es gibt. Ja, muss ich mir mal live angucken, also ob das was wäre, ob das gut für mich wäre, aber es ist auch reiner Geschmackssache. Also wenn Leute das so mögen, ja, ist halt alles Geschmackssache. Ganz wichtig noch zum Graden ist folgendes. Der Grund, warum man es graden lässt. Es gibt da verschiedene Optionen, wenn man sagt, okay, ich will es graden lassen, weil ich jetzt damit es aus dem West sehe und die Karten wieder verkaufen möchte. Da sind aktuell leider noch die amerikanischen Firmen, die Marktführer im Basketball oder im Sportbereich. Allerdings ist das sicherlich ist in der nächsten Zeit, da wird es sich auch in Europa die eine oder andere Firma etablieren. Und ich glaube, dass die Jungs von Prism und von Crown Grading auf jeden Fall einen guten Job machen und da ja, auch Land gewinnen und auch sicherlich dort das ein oder andere Schmankerl mal zum Graden bekommen. Und ja, das sicherlich früher oder später noch besser wird und dem amerikanischen Markt ein bisschen die Stirn zeigt. Ne? Was auch richtig ist beim Graden, ist Geduld mitbringen. Es kann sein, aktuell ist halt so, Crown Grading sagt, sie haben 14 Tage Lieferzeit. Bei Prism Grading sind es halt maximal 8 Wochen, die sie aktuell als Maximum veranschlagen, aber geht natürlich schneller. Also die Karte hat jetzt irgendwie auch nur knapp 2 Wochen gebraucht. Also von daher, das ist alles okay. Ich würde auch in dem Fall auch eher den Worst Case online angeben, um nachher nicht Reklamationen zu bekommen. Das heißt, ja, Moment, aber ihr schreibt da hier 2 Wochen, aber ihr habt 3 Wochen gebraucht. Lieber ein bisschen mehr auf Geduld setzen, mehr anschlagen und sich freuen, wenn man es früher zurückbekommt. Was auch ganz wichtig ist, warum man graden lässt, wenn man es jetzt nicht als Invest sieht, sondern einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt eine Karte, die möchte ich halt gesichert haben, dass die gerade bei älteren Karten jetzt, das funktioniert, bleibt stehen. Nein, bleibt nicht. War ich falsch? Dass man halt sagt, okay, die Karte ist halt, keine Ahnung, aus den 50er, 60er Jahren. Bleibt stehen, sehr gut. Und man möchte die einfach geschützt haben, dass sie nicht dann in irgendwie kaputt geht oder Gefahr besteht, dass man, wenn sie runterfällt oder irgendwas, was kaputt geht, dass es halt dann heil bleibt. Und eine Sache noch zum Schluss, generell immer, es ist Geschmackssache. Jeder sollte das graden lassen oder da graden lassen, wo er da Überzeugung von ist, dass es am besten oder am schönsten für einen aussieht. Wenn man Gold mag, könnte man das auch bei Beckett machen. Wenn man eher auf die silbernen Töne steht, kann man das bei Prism machen. Wenn man auf schlichtes Label geht, dann kann man das bei Prism, bei Crown Grading oder bei PSA machen. Ja, es ist jedem selbst überlassen, wo er es machen möchte. Es gibt also jetzt kein, man muss das so und so machen. Das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er dazu Lust hat und wie er es mag. Ja, ich denke, das war so im Groben und Ganzen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Also ich bin mit den Grades an sich sehr zufrieden. Auch die Bewertungen waren super. Klar, es war jetzt leider keine 10 dabei, aber 10er sind auch selten. Deswegen kann man sich auch eine 9 freuen, weil es hätte auch eine 8 sein können. So, das war's. Dann macht's gut, haut rein.
Like den Kanal. Ich werde auch in der Videobeschreibung noch die einzelnen Firmen reinschreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch ein kleiner Nachtrag, ganz vergessen. Folgendes, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Grading-Firmen. Bei einer Firma habe ich auch eine Karte noch am Laufen, aber die ist noch nicht zurück. Bei Goldfinder Grading, das war allerdings auch erst am 24.01. eingesendet, also von daher haben die Jungs noch ein bisschen Zeit, das zurückzuschicken. Aber ich habe mal kurz ein bisschen gegoogelt und es gibt auf jeden Fall noch die AP Grading, die heißen also Alpha Professional Grading aus Bad Bentheim. Es gibt noch Diamond Grading in Wilhelmshaven. Es gibt EGS, das ist European Grading Service aus Mechernich. Grade in Germany aus Homburg an der Saar. Dann gibt es auch Lotti Grading aus Langenhagen. PGS, das ist Platin Grading Service aus Köln. Und alle, die ich jetzt nicht genannt habe, müssten ihre Netzpräsenz ein bisschen bearbeiten, weil die habe ich nicht so gefunden. Kleines Shoutout noch an die ASC-Gruppe. Vielen Dank, Jungs und Mädels. Ihr seid super. Und noch ein kleiner Hinweis, auf meinem Insta-Account TheMompitz habe ich aktuell eine Aktion laufen. Da zeige ich einen Teil meiner Kollektion von A bis Z. Also jeden Tag einen Buchstabe, also mit A angefangen, dann kommt dann Zeitentag B, dritter Tag C und so weiter. Schaut mal rein, liked mal die Bilder, guckt mal, was euch am besten gefällt. Lasst einen Kommentar da. Und so, das war es jetzt aber wirklich. Ah doch, noch was. Da habe ich noch was. Zwar ein Grund fürs Grading, was für mich auf jeden Fall noch ein relevanter Grund ist, unabhängig davon, wo man graden lässt. Bei hoherpreisigen Karten finde ich es immer praktisch, wenn die gegradet sind, wenn man die verkauft, weil man sich dann einiges an Stress erspart, wenn der Kunde oder der Käufer dann sagt, mimimi, die Karte hat aber hier einen Kratzer, mimimi, die Ecke ist nicht so gerade, wie ich mir das auf dem Foto angesehen habe. So ist die Karte gegradet. Es ist Fakt, was die Karte für ein Grading hat, wie was der Zustand für eine Karte ist, und es ist undiskutierbar. Da gibt es auf jeden Fall dann keine Reklamation oder keine Ping-Pong-Mails mit passt nicht, ist nicht, Rückforderung und weiß was ich, Preisnachlass. Das zur Sicherheit, einfach mal um den ganzen Stress entgegen abzuwehren oder gar nicht erst zu haben. Lasst einfach die teuren Karten graden, dann habt ihr das ganze Problem nicht. So, aber jetzt war's das. So, bis dann, ciao.